Herstellendes Licht. Das mache ich mal als erstes. Habe ich da noch? Nein, habe ich nicht. Okay. So. Wir hatten beim letzten Mal hier so ein bisschen rumgequestet. Und jetzt sind wir so ein bisschen in dieser Hauptregion gerade mal unterwegs. Ich weiß noch nicht, ob wir uns denn da lang fuchsen oder ob wir uns da lang fuchsen. Mal gucken. Was steht hier? Hauptgeschichte. Geht zur Zuflucht. Ja, das mache ich eh nicht. Der Plan. Das Auridon Quest. Die Prolog-Quest habe ich bis jetzt noch keine Ahnung. Aber in Ordnung. Hey da, Hübsche. Falls ihr Lust auf ein Abenteuer habt, hätte ich genau das Richtige. Nein. Ich glaube, ich weiß, was das war. Nein. Okay. So, zuallererst. Will ich unsere üblichen Sachen machen, was Handwerk und so weiter angeht. Und zum Stallmeister. Unbedingt zum Stallmeister. Hallöchen. Seid gegrüßt. Ja. Ja. Reitgeschwindigkeit von 14 auf 15. Nice. Irgendwann rennen wir auch. Hier muss ich nicht hin. Oh Gott. Wenn es immer mal wieder so ein bisschen ruckelt. Mein PC hat gerade irgendwelche Macken. Oh ja. Ist aber... Also bei den Ladesequenzen ist es sehr asynchron. Jetzt geht's wieder. Also wenn's beim Laden nicht ganz richtig läuft, bitte nicht wundern. Das Spiel und der PC haben heute irgendwie... Die sind nicht auf einer Wellenlänge. Nein. 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 Okay, das habe ich schon. Machen wir erstmal Waffen. So. Ich habe nämlich nichts Göttliches oder Nirgeschliffenes. Ach du Scheiße. Deswegen dauert das so noch ein bisschen. Und hallo, Shady! Willst du mich hauen? Oder was soll mir dein Emote sagen? Ja. Oh, ich will das Leuchtevieh haben. Boah, ich glaube, ich krieg Schnupfen, ey. Ekelhaft. Ich hab wieder Internet. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Was war denn los mit deinem Internet? ...32 Stunden kein Internet gehabt, Alter. Ist immer recht mies, wenn man kein Internet hat. Oh mein Gott, wartet. Ich bin sofort wieder bei euch. Wartet. Warte mal ganz kurz, das ist ganz wichtig. Okay, jetzt bin ich wieder bei euch. Woran lag's denn, dass du kein Internet hattest?
War allgemeine Störung oder einfach so? Ah, okay. Ja, das ist mies. Das ist echt mies. 8 Tage! Das ist das Einzige. Also nicht mal in einer Woche, wenn wir... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich meine, okay, es ist jetzt halb so wild, aber... Du Heilige. Denn jetzt ist Neuland. Ja, das stimmt tatsächlich. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. 8 Tage, ey. 8 Tage zu verwerten. Das Schlimmste ist, ich habe halt noch nicht mal dafür das Göttliche gehabt, glaube ich. Oder Nirngeschliffen, oder was das sein sollte. Egal. Habe ich hier irgendwas dergleichen? Nee. Göttlich habe ich da schon gelernt. Da habe ich göttlich auch schon gelernt. Okay. Ja. Das ist Stoff. Ja, ich meine, irgendwas, was mit Leder zu tun hat, ne? 12 Stunden. Ja, das können wir jetzt erst mal etwas viel am Anfang. Ja, das glaube ich. Also, das Spiel kann einen schon erschlagen. Ich bin auch bis heute nicht komplett drin in dem Spiel. Muss ich ehrlich sagen. Ich könnte nicht viel erklären. Also, ich weiß so ein paar Sachen mittlerweile. Aber ich bin immer noch, ich sag jetzt mal, in der Leere. In der ESO-Leere. Also ich kann mit den meisten Sachen immer noch nicht so viel anfangen. Rumspieler. Aber ich komme klar irgendwie. Man kommt rein und dann so gehen 1 zu 20 Portale. Also wenn man mittlerweile, wenn man ja das Tutorial spielt, hast du ja mittlerweile die Möglichkeit, dir auszusuchen, in welche der Erweiterungen du reingehen möchtest. Ich glaube, wenn du das eigentliche Grundspiel spielen möchtest, musst du in einen der 3 Hauptstädte. Dazu musst du natürlich erstmal herausfinden, was die Grundstädte sind. Also das wären, ich glaube, Wulkelwacht. Hier weiß ich es gerade gar nicht. Hier oben. Davons Wacht und das andere weiß ich auch nicht. Das müsste irgendwo da oben sein. Umbra. Ich glaube, Durchsturz. Und wenn du in einem der Gebiete bist, kommt irgendeine Gestalt auf dich zu. Die dir sagt, irgendein Gönner möchte was von uns. So. Dazu musst du natürlich wissen, dass das die Quest ist. Wenn du der Quest folgst, dann kommst du zu dem eigentlichen Hauptspiel, worauf alles andere aufbaut. Da musst du aber erstmal wissen. Ich war froh, ich habe damals hier angefangen, wo das erste Addon rauskam. Also kurz davor. Und ich wusste die eigentliche Story noch. Ich kenne auch noch die eigentliche Anfangssequenz. Es ist kompliziert. Du brauchst quasi Timeline, wenn du es chronologisch spielen willst. Ja, du hast später auch das Problem. Das war mein Problem. Ich hatte 2 Addons übersprungen und habe dann das zu dem Zeitpunkt das Neueste gespielt. Dann haben Charaktere gelebt, die gar nicht hätten leben dürfen. Es waren Leute tot, von denen ich nicht wusste, dass sie sterben, weil sie zum Zeitpunkt, wo ich aufgehört hatte, noch gelebt haben. Also man spoilert sich quasi selber, wenn man einige Addons überspringt. Aber du musst erstmal wissen, wie du spielen musst. Ich habe jetzt so eine kleine Liste rausgesucht und ja. So viel dazu. Ah, Mianke. Ich lieb's. Ich verstehe Leute immer nicht, dass sie lieb nicht mögen. Ich find's voll toll. Jetzt bin ich richtig dann, ja. Erinnert an WoW, ja. Ein bisschen, ein bisschen. Nur hier ist die Community nicht so toxisch, finde ich. Hier ist er nicht so schlimm.
Aber ja, es ist schon schwierig teilweise. Also da wünscht man sich, wie in FF14, so der lineare Strang, den du halt durchquestest. Aber es ist trotzdem irgendwie cool. Woher wisst ihr das? Wart ihr dabei? Ich hörte, dass sie nichts damit zu tun hatte. Wer labert hier? Es geht hier um Korberg, oder? Gebt nicht ihr die Schuld dafür, dass ihr die falsche Seite unterstützt habt. Ach, die! Die da reden. Wenn man wie in einer anderen Instanz, oder besser gesagt, anderen Dimension als du. Warte, es lässt sich ändern. Ich glaube, da musst du nur noch dich nochmal hierher porten und dann sollte es danach funktionieren. Angeli, stehst du vor mir? Angeli, bist du irgendwie... Ja, du musst dich da nochmal hierher porten, glaube ich. Oder ich port mich nochmal hierher. Geht das? Ah ne, da bist du. Hui. Hi. Der da mit seinen Leuchteraugen sieht aber auch cool aus. Tenebris. Okay. Ach ja, ich hatte ja nichts Passendes, was ich mir hier anziehen wollte, ne? Die Technik, ja. Hartwald, was war denn? Achso, hier. Weil ich das da hinzugefügt hatte. Ja. Ich komme langsam wieder rein. So lange her schon wieder. Verbrauchsgüter. Okay, Gift habe ich noch. War nicht mehr viel. Aber egal. So. Gewand aus der Seide. Ist da hinten. Ich weiß, Kitty folgt mir wieder. Bitte keine Fragen, wo wir hin sollen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Okay, OBS mag heute eh so nicht. Also wie gesagt, wenn ich ein bisschen hake, bitte nicht wundern. OBS hat heute was gegen ESO. Oder ESO hat was gegen OBS, ich weiß es nicht. Manchmal sind die FPS etwas weird. Kann sie leider auch außerhalb des Streams oder im Stream nicht umstellen. Irgendwie. Geht denn hier schon wieder ab? Was ist ein Auflauf? Wovor habt ihr Angst? Vor Worten? Ja. Das Gute ist natürlich, dass das Ganze hier voll vertont ist. Mit wem? Mit wo? Mit was? Ah. Ich verstehe. Tachchen. Ich schätze, eine Wanderin wie ihr weiß nicht, wie beschäftigt aussieht. Ich werde es euch zeigen. Ihr dürft gerne zuschauen. Still und aus der Ferne. Prinz Nemon meinte, ich soll mit euch sprechen. Entschuldigt mein Benehmen. Es gibt noch so viel für die Bestätigungszeremonie von Königin Eiren vorzubereiten. Die Gemüter schäumen etwas über, wie ihr sicher gut verstehen könnt. Hm. Doch wenn Prinz Nemon euch schickt, dann muss es etwas Wichtiges sein. Was kann ich für euch tun? Warum wurde die Botschaft der Kajit noch nicht gebaut? Warum sollte Prinz Nemon sich darum kümmern? Können Sie sich da nicht wenigstens die Unterkunft in einem Gasthof leisten, wenn Sie schon zu faul sind, sich Ihre eigene Botschaft zu bauen? Prinz Nemon meint, das läge alles in eurer Verantwortung. Nun ja, natürlich habe ich den Bau befohlen. Ich habe ein paar Waldelfen angeheuert, um die nötigen Steine dafür auszugraben. Und ich habe eigens Vorräte für die Kajit bereitgestellt. Es ist nicht mein Fehler, dass die Einheimischen ihre Arbeit nicht machen. Hm. Ja. Wo sind die Vorräte? Schaut in unserem Lagerraum nach. Die Kajit haben sich nicht einmal die Zeit genommen, die Vorräte abzuholen. In der Zwischenzeit gehe ich los und suche nach Prinz Nemon. Solltet ihr nicht auf sein Geheiß hier gewesen sein, werde ich dafür sorgen, dass euch die Gerechtigkeit des Dominions ereilt. Mhm. Natürlich.
Wir werden sehen, was Prinz Nähmann. Kann ich da. Ja, ich kann hier runterspringen. Ich tue mir dabei erstmal weh. Passt. Nice Queen. Was? Shitty, was? Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Okay. Sie im Gespräch gerade. Ach so, ja. Ja gut, das ja. Ist weit genug. In der Tat. Der Lagerraum ist tabu. Befehl von Botschafterin Tarinwe. Botschafterin Tarinwe hat sich geschickt, um den Lagerraum zu inspizieren. Hat sie das? Ja. Dann ist das was anderes. Zeigt mir ihre Befehle und ich trete zur Seite. Sie gab mir keine schriftlichen Befehle. Dann kann ich euch nicht hineinlassen. Ihre Anweisungen waren sehr genau. Niemand kommt hier ohne ihre schriftliche Erlaubnis hinein. Ich bleibe auf meinem Posten, bis ich abgelöst werde. Außer in Notfällen natürlich. Was für Notfälle? Die Khajiit könnten randalieren. Das wäre schlecht. Sehr schlecht. Ja gut, ein Schlechter kann ja natürlich nicht. Ein Feuer. Aber die Chancen, dass so etwas passiert, sind eher gering. Mhm. Ich muss wirklich dringend in diesen Lagerraum. Ich bin auf Befehl der Botschafterin. Alter. Ich darf meinen Posten nur verlassen, wenn es einen Notfall gibt. Wie viel würde es kosten, damit ihr einfach einen kleinen Spaziergang macht? Ungefähr so viel. Ich würde sagen, dass das ein Spaziergang von so etwa 5 Minuten wert ist. Wow, 5 Minuten. Eieiei. Die Decken in dieser Kiste sind voller Löcher und die Werkzeuge sind kaputt. Alle Vorräte darin sind wertlos. Dieser Sack ist gefüllt mit verdorbenem Fleisch, alten Knochen und fauligem Getreide. Es befindet sich nichts Essbares darin. Ja, und das sollen die Katzen kriegen, oder was? Nett. 5 Minuten. Und was treibt ihr hier? Ich hatte erwartet, dass ihr die Probleme in der Botschaft lösen und nicht verursachen würdet. Versteht ihr, was hier draußen geschieht? Nein. Lasst es gut sein. Erklärt, was ihr in diesem Lagerraum getan habt. Botschafterin Tarinwe hat mir aufgetragen, den Lagerraum zu durchsuchen. Warum sollte sie das tun? Ach, was soll's. Nun, wir werden noch immer gemobbt. Die Dunkelelfen aber auch. Die Dunkelelfen werden auch ständig gemobbt. Ich weiß gar nicht, welches für Knochen. Die Argonia, glaube ich. Argonia werden, glaube ich, auch immer gemobbt. Die Vorräte, die für die Khajiit bereitgestellt wurden, sind nutzlos. Ein ganz gewöhnlicher Fall von bürokratischer Korruption. Ich hätte da mehr von der Botschaft. Ich finde es eher beängstigend, dass wir die gleiche Frisur haben. Vorräte können ersetzt werden. Was ist mit der Botschaft der Khajiit? Hat sie gesagt, warum der Bau noch nicht begonnen hat? Was? Wieso zu Recht? Sie meinte, sie hätte einen hiesigen Arbeitstrupp angeheuert, um Steine aus einer Höhle in der Nähe zu beschaffen. Was meint ihr mit Steine beschaffen? Das hätte doch schon vor Monaten erledigt. Steine beschaffen! Die Bauarbeiten sollten umgehend beginnen können. Ich werde selbst mit der Botschafterin reden. Und ich werde sie lehren, das Dominion zu fürchten. Die Botschafterin meinte, sie würde losgehen, um nach euch zu suchen. Ich bin überrascht, dass wir einander unterwegs nicht begegnet sind. Geht zu diesen Ruinen und findet diesen Arbeitstrupp. Ich möchte wissen, warum Sie Ihren Auftrag noch nicht erledigt haben. Ich werde nicht zulassen, dass das Wort von Königin Eiren durch das Unvermögen Dritter an Ansehen verliert. Natürlich. Wir beschreiben wieder. Okay. Hier ist auch wieder ein Gewölbe. Mal gucken. Aber, warte mal. Ich will einmal kurz gucken. Was nehme ich denn heute mal für ein Reittier? Ich habe so viele. Ja, komm. Gibt es eigentlich neue Viecher? Ich sollte mir das vielleicht nicht unbedingt angucken, aber egal. Shop. Knochenmann. Oh mein Gott. Das ist cool.
Macht mein Herz. Etwas rot. Das sieht cool aus. Oh mein Gott, warum? Warum? Ich will auch. I hate it. Das ist auch cool. Besondere Angebote. Ja. Kronkisten. Überragend. Geflecktes Schaf. Ja, das ist cute. Ich will auch so ein Huhn. Oh mein Gott, ich will die Katze haben. Ich habe aber nie genug Zeit, dass ich das mir das alles mal holen kann. Der ist auch cool. Die meisten Sachen kriege ich einfach nie, weil ich das Geld einfach nicht für habe. Ich spiele zu wenig eh so. Okay, das sind jetzt die neuen Dingensbelohnungen. Okay, die anderen gibt's da nicht mehr. Schade. Das Viech hätte ich auch verdammt gerne. Drei Tiere. Schwergewichte. Das hätte ich auch gerne. Das auch. Das hätte ich auch gerne. Okay, Sieger der Bestrebungen. 730, wow. Nee, Bestrebungen da. Was ist denn heute dran? Edelmetallvorkommen. Also Erze abbauen. Ja, baut Rohstoff für das Schmuckhandwerk von Flößen ab. Den Erz hergestellt können, diese Bestrebung abzuschließen. Okay. Wird 20 mal Waffengift an. Das kriegen wir hin. Platziert 10 Einrichtungsgegenstände. Schließt eine Gruppenherausforderung im offenen Verlies ab. Na gut, das könnte ich rein theoretisch auch irgendwie hinkriegen. Da gibt es jetzt auch noch Gold für. Wöchentlich besiegt 20 Anführer, schließt 3 Prüfungen ab, besiegt 7 umherziehende Anführer in den Bezirken der Kaiserstadt. Okay. Offene Verliese waren das hier, ne? Scheiße. Ich muss Innis laufen. Ich muss für den Dreck Innis laufen. Ich hab keinen Bock. I hate it. Naja. Och, du kleines, ihr kleinen Drecksviecher.
Okay, nee, das ist tiefer. Hallo, du ekelhafte kleine Mini-Zicke. Okay, so mini bist du nicht, aber egal. Die vielen Schritte im Körper des Waldelfen scheinen von einer Axt zu stammen. Seine Hände sind schwielig und er trägt die einfache Kleidung eines Händlers. Ihr da, wir müssen uns unterhalten. Ich sah, wie ihr über der Leiche eines toten Waldelfen standet. Hätte euch beinahe ein Pfeil in den Hals gejagt. Gut, dass ich euch wiedererkannt habe. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Azareth, ein Dämmerranken-Waldläufer. Wir sind direkt König Camoran Eradan unterstellt. Ich habe euch vorhin schon gesehen, im Thronsaal. Der König hatte so seine Verdachtsmomente wegen des vermissten Arbeitstrupps und bat mich, der Sache nachzugehen. Anscheinend sind wir beide an dieser Angelegenheit interessiert. Wie viel wisst ihr darüber, was hier vor sich geht? Ich weiß genug. Den Khajiit steht eine Botschaft zu. Sie sind wütend, dass die Hochelfen den Bau in die Länge ziehen. Es wirkte alles wie ein rein politisches Problem, bis ein Dutzend Steinmetze spurlos verschwand. Der König hat mich geschickt, die Gründe dafür herauszufinden. Warum ist es dem König so wichtig? Vor dem Dominion hat König Camoran Eradan um ein Haar einen Bürgerkrieg verloren. Ich kam, um nachzusehen, ob die vermissten Steinmetze womöglich ins Visier der Schwarzhaft-Rebellion geraten sind. Doch der Schwarzhaft hätte ihre Leichen irgendwo offen zur Schau gestellt und sie nicht als Futter für die Reifzecken liegen lassen. Wer hat das dann getan? Der König vermutet, dass Botschafterin Tarinwe nichts Gutes im Schilde führt. Nur wegen kleiner Auffälligkeiten und einiger ihrer Verbindungen. Aber er kann seine Verbündeten schlecht bezichtigen, die gesamte Allianz zu untergraben. Daher hat er mich geschickt, um mich darum zu kümmern. Um euch wie darum zu kümmern? Botschafterin Tarinwe hat Verbrecher angeworben, um Vorräte zu schmuggeln. Nie unverhohlen, aber doch auffällig genug, dass wir es bemerkt haben. Ich sage nicht, dass sie diese Steinmetze hat töten lassen, aber ich würde sie trotzdem einmal gerne selbst fragen. Das Problem ist, dass wir nichts tun können, solange sie in der altmerischen Botschaft ist. Botschafterin Tarinwe hat vorhin die admirische Botschaft verlassen, nachdem ich sie befragt hatte. Wenn sie die Botschaft verlassen hat, dann weiß sie, dass jemand hinter ihr her ist. Sie wird abtauchen und zu fliehen versuchen, indem sie sich von jemandem aus Gradwald herausschmuggeln lässt. Wir sollten sie wohl besser aufhalten. Trefft mich in den Halden am Fuß des Eldenbaums. Ich tauche bald dort auf. In Ordnung, ich treffe euch dort. Der Eldengrund. Was war denn? Ja, bestimmt viele Fertigkeiten. Das Krieg. Wie ich suche da. Was war denn Eldengrund? Also ich weiß, dass wir Verbannungszellen, glaube ich, schon einmal hatten. Ich glaube, und alles, was hier schon frei ist, da kann man, glaube ich, schon rein, ne? Ja? Ja, Pilzgrotte. Stufe 40. Eldengrund ist ab Stufe 37 erst verfügbar. Könnte, ne? Frage, ist es sinnvoll? Wo muss ich eigentlich hin? Die andere Seite. Einfach so viele Quests hier. Verliert man auch nur so dezent den Überblick. Ihr habt zugelassen, dass diese Frau diesen Arzt in Fair ermordete, oder? Ihr solltet euch schämen. Wo ist der Eingang? Ich bin so erschüttert.
Ist das jetzt oben oder unten? Nein, du bist es nicht. Bitte hört mir nur einen Augenblick zu. Nein, nein. Es ist sehr wichtig. Okay, hier. Ich rette erstmal wieder vorbei. Azareth, oder wie du heißt. Ort die Halden, denn hier enden alle Abfälle. Wir lernen sie ab und zu, aber sie kommen immer zurück. Notwendiges Übel, wurde mir gesagt. Mhm. Seid ihr sicher, dass Botschafterin Tarenwe dort drin ist? Ich habe mit jemandem gesprochen, dem ich vertraue. Sie ist definitiv hier. Wir sollten in die Gänge kommen. Sie hat keinen großen Vorsprung. Wie lautet der Plan, falls wir sie finden? Wir nehmen sie fest. Wir unterziehen sie einer Befragung. Wir finden Beweise, dass sie hinter allem steckt, damit Prinz Nämon nicht vor Wut platzt. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals eine hochelfische Botschafterin jagen würde. Für jeden kommt mal der erste Tag. Womit müssen wir in den Halden rechnen? Mit Schmugglern, Skoma-Süchtigen und mehr als nur eine Handvoll Verbrecher. Sie bleiben unter sich, aber manchmal verbünden sie sich auch, um Außenseiter zu vertreiben. Beinahe wie eine schäbigere Version des Dominions. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Unser Ziel ist es, Botschafterin Tarinwe zu finden, bevor sie sich eine Ausreise aus Gradwald erkauft. Wir bleiben im Verborgenen und gehen unnötigen Konflikten aus dem Weg. So würde ich das zumindest machen. Aber unsere Suche erstreckt sich über ein großes Gebiet. Ich halte mich an eure Führung. An meine? Ich kenne mich doch gar nicht aus. Dahin. Na, Mond. Der Nachteil, wenn man vorher noch mit den Katzen geknuddelt hat. Bei Haare. Okay. Gut, das kann durchaus unten sein. Könnt ihr mir aushelfen? Okay, Kämpfe scheint es hier gerade keine zu geben. Hin und Deal. Okay. Ah doch, jetzt kommen Kämpfe. Rassistische Pyromanten. Oh, war nicht nett. Prinz Nämon hat jemanden in die Botschaft geschickt. Wir müssen verschwinden, bevor wir entdeckt werden. Prinz Nämon, wir hatten doch feste Zusagen. Wie sollen wir uns unserer Marionette machen, wenn wir ihn nicht kontrollieren können? Okay. Es ist zu spät. Für das Erbe. Genug gequatscht. Ich glaube, ich habe aber oben doch irgendwas vergessen. Falion. Stopp. Nee. Auf die Beine. Hab doch nichts vergessen. Mit mir. Warum? Wohin bringt ihr mich? Zu König Camoran Eradan, so. Um euch für eure Verbrechen gegen das Dominion zu verantworten. Er wird mich töten lassen und zum Essen servieren. Nur wenn ihr für schuldig befunden werdet. Und falls es dazu kommt, würdet ihr doch nur jedem von uns übel aufstoßen. Los jetzt! Okay, gibt's hier unten irgendwas? Gute Arbeit. Jetzt übernehme ich sie. Ihr solltet dem König die guten Neuigkeiten überbringen. Ja, ja. Ich will nur wissen, ob es hier noch irgendwas gibt. Ein Buch oder so. Bin nur neugierig. Oh. Hi. Oh, Langkralle.
Hi. Ihr habt kein Buch. Ihr wollt kämpfen. Da hinten sehe ich aber auch keiner. Hier hinten irgendwas Buchiges? Nee. 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 Oh, ich wollte mich nicht heilen. Oh mein Gott. Ich habe auf die Taste gedrückt. Geil. Unnötige Heilung. Okay. Der Weg ist halt eigentlich so unnötig, aber ich will trotzdem wissen, ob es hier noch irgendwas gibt. Huch. Hinten ist nichts. Nee, ich glaube, hier unten ist nichts. Kehrt zum Thron von Edenwurz zurück. Da oben ist noch irgendwas. Muss noch irgendeine Quest. Hi. Bei Orks geht es. Ihr habt auf eurer Reise wohl keinen großen, trampeligen, brutalen Ork getroffen. Der Name ist Stork. War ein Freund von mir. Mit Betonung auf war. Durch ihn stecke ich in einer Menge Ärger. Was für Probleme? Vielleicht habt ihr schon vom Diebesrecht gehört. Eine Tradition der Waldelfen. Wenn einem ein besonders gerissener Diebstahl gelingt, kann man sich vom Besitzer der Beute eine Belohnung ausbitten. Nun, ich habe dem Baumtane diesen Bogen gestohlen. Und dann hat Stork mir den Bogen gestohlen. Wo liegt denn das Problem? Der Baumtane will seinen Bogen zurück. Und wenn ich ihn nicht zurückgeben kann, dann lässt er mich zu sich schaffen und auspeitschen. Nach dem, was ich zuletzt gehört habe, war Stork auf dem Weg in die Rankentodhöhle. Der Baumtane lässt mich die Stadt nicht verlassen. Könnt ihr nach Stork suchen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Huch. Jetzt einmal. Ja, Pöfchen. Jetzt einmal zum Thronsaal zurück.
Ich bin froh, dass ihr den Bürgermeister von Südspitz für seine Taten habt büßen lassen. Ja, ne? Wo war Südspitz nochmal? Oh, ich mag diesen Saal. Er ist so schön. Er ist echt schön. Dahin. Servus. Ihr seid zurückgekehrt. Was habt ihr von der kajitischen Botschaft erfahren? Botschafterin Tarinwe hat sich gegen das Dominion verschworen. Oh, gut. Ich liebe nichts mehr als Gerede über Verschwörungen. Hatte die Botschafterin ein Manifest? Für gewöhnlich haben sie Manifeste. Sei's drum. Ich nehme an, ihr habt diese Angelegenheit geklärt. Ich habe Botschafterin Tarinwe gefangen. Famos. Ich überlasse euch die Ehre, den Prinzen Nämon darüber in Kenntnis zu setzen. Warum erzählt ihr ihm nicht, dass die ordnungsgemäß gewählte hochelfische Botschafterin insgeheim gegen genau jenes Dominion arbeitete, das sie zu unterstützen geschworen hatte? Ich werde derweil auf meinem Thron sitzen und versuchen, nicht hämisch zu grinsen. Nett. Ein Bittsteller. Noch ein Bittsteller. So viele Bittsteller. Hi. Prinz Nämon. Ich habe gehört, was ihr dem König gesagt habt. Botschafterin Tarinwe, eine Verräterin. Die Mörderin meiner Frau, eine treue Dienerin. Und ich, der Vertreter von Königin Eiren in Eldenwurz, muss euch für eure Anstrengungen danken. Na schön. Ich werde keinen Grund liefern, meine Pflicht dem Dominion gegenüber in Frage zu stellen. Was wird mit Botschafterin Tarinwe geschehen? Wir werden Botschafterin Tarinwe verhören, bis wir wissen, wie weit ihr Verrat reicht. Dann wird sie sterben, wie es allen Verrätern ergehen muss. Aber sei's drum. Eure Effizienz bei der Klärung dieser Angelegenheit ist lobenswert. Und das Dominion belohnt alle seine Diener. Der Verrat von Botschafterin Tarinwe hätte nicht eindeutiger sein können. Sie kannte die Einzelheiten der Bestätigungszeremonie, womit Königin Eiren in Gefahr ist. Es ist die Schuld meiner eigenen Schwester. Sie wollte den Silvanar und die Mähne friedlich stimmen, indem sie diesem dummen Vorgang zugestimmt hat. Was meint ihr? Die Bestätigungszeremonie endet beim Planetarium, einer uralten Maschine unter Eldenwurz. Sie wird vorhersagen, wie sehr Königin Eiren dazu geeignet ist, Kaiserin zu werden. Oder irgendwas in der Richtung. Aber Botschafterin Tarinwe hat bei den Vorbereitungen geholfen. Ich muss davon ausgehen, dass sie versucht hat, die Vorbereitungen zu sabotieren. Werdet ihr die Zeremonie abbrechen? Das würde Königin Eiren schwach erscheinen lassen. Nein, wir müssen weitermachen. Ihr habt eure Kompetenz bereits unter Beweis gestellt. Deshalb bitte ich euch, mit Meleras zu sprechen. Er ist ein Experte für das Planetarium und weiß, was zu tun ist. Gar nicht so übel, wenn man sich erst einmal an den Geruch gewöhnt hat. Ich werde mit Meleras sprechen. Die Vorbereitungen für diese Bestätigungszeremonie scheinen endlos zu sein. Aber ich bin der Aufgabe gewachsen. Warum kann Königin Eiren die Zeremonie nicht verschieben? Sie hat gefragt, wie sie sich als ihre rechtmäßige Anführerin erweisen könnte. Der Silvanar hat den Unsinn mit dem Planetarium vorgeschlagen und die Mähne hat zugestimmt. Natürlich wird keiner anwesend sein, um es zu sehen. Dennoch ist meine Schwester an ihr Wort gebunden. Wie unerwartet. Warum sind sie nicht hier? Politische Entschuldigungen der Khajiit sind nicht erkennbar. Ich weiß, dass die Mähne nicht anwesend sein wird und das ist alles, was ich wissen muss. Und was den Silvanar betrifft, er starb auf Kenartis Rast. Er dachte, er könnte mit den dreckigen Meereselfen verhandeln. Ja, das wissen wir, das wissen wir. Da waren wir ja zur gleichen Zeit da. Wird jemand der Verbündeten von Königin Eiren der Zeremonie beiwohnen?
König Kamoran Radan. Sie ist in seiner Stadt, also kann man ihn nicht abweisen. Und mich natürlich auch nicht. Bitte ignoriert Prinz Nemon. Der Verrat von Botschafterin Tarinwe hat uns alle schockiert. Aber das ist unerheblich. Das Planetarium muss fehlerlos für die Königin funktionieren. Dafür werden wir sorgen. Was wissen wir über das Planetarium? Genug, um hier zu helfen. Das Planetarium funktioniert schon seit Ewigkeiten nicht mehr so, wie es sollte. Wir hatten vor, einen recht empfindlichen Zauber einzusetzen, um es mit einem kleinen Trick wieder in Gang zu bringen. Aber wenn Prinz Nämon glaubt, dass wir es mit Sabotage zu tun haben, dann müssen wir eine alternative Methode finden. Was für eine alternative Methode? Nun, wir orientieren uns an der Vergangenheit. Der Legende zufolge brauchte das Planetarium einen erfahrenen Bediener, eine aileidische Energiequelle und einen göttlichen Funken, um zu funktionieren. Ohne alle drei wird es nichts anderes machen, als sich nur zu drehen. Ziemlich hübsch, aber nicht besonders nützlich. Okay, warte, ich werde mir aber ganz kurz die Heizung nochmal näher reinschieben. Es ist dezent kalt im Keller. Oben geht's ja noch, aber unten ist es echt arschkalt.